Wenn ich mich also nicht festlegen möchte oder kann, wie viele Elemente in einem variablen Slot vorkommen sollen, dann kann ich hier natürlich auch den Wiederholungsoperator einsetzen, der genau das macht. Wiederhole das vorige Zeichen ein- oder mehrmal. Und für diese Aufgaben haben wir ja das Plus. Wenn wir das so machen, also hier an dieser Variablenposition das Fragezeichen aus dem letzten Clip durch das Plus ersetzen, dann sagen wir, finde the, gefolgt von einem Token, das aus mindestens einem Zeichen besteht, wobei dieses Zeichen beliebig oft wiederholt werden kann, dann gefolgt von house. Wir drücken Enter. Diese Abfrage dauert sehr, sehr lange, weil das Muster für CQP sehr aufwendig aufzuspüren ist. Und wir werden gleich sehen, warum das so ist. So, das Ergebnis ist da und die Ergebnisliste sieht auch ein bisschen ulkig aus. Nämlich der Trefferbereich erstreckt sich teilweise über mehrere Sätze, so wie hier im ersten Treffer, The Future of a Federal Europe und so weiter, bis man hier nach vier Sätzen bei house angekommen ist. Was ist passiert? Na, schauen wir die Abfrage nochmal genau an, denn wir haben CQP ja gesagt, finde the, gefolgt von irgendeinem Token, das beliebig oft wiederholt werden kann, gefolgt von house. Also macht CQP genau das, es findet the und sucht dann so lange weiter, bis es zum nächsten Vorkommen von house kommt. Und wenn das erst drei, vier Sätze später der Fall ist, dann wird alles dazwischen natürlich auch mit ausgegeben, weil wir nicht weiter eingegrenzt haben. Wir brauchen also eine Möglichkeit, die Länge des Slots zu begrenzen. Eine elegante und nützliche Möglichkeit ist die geschweifte Klammer. Diese Klammer ist so eine Art Minimum-Maximum-Operator, weil wir innerhalb der Klammer angeben können, wie oft das Token mindestens und wie oft es höchstens vorkommen soll. Probieren wir das also für unser Beispiel. Angenommen, ich möchte in meiner Nominalphrase mindestens ein Token, aber höchstens drei Token in diesem Slot haben. Dann kann ich diese Bedingung als Minimum-Maximum-Bereich formulieren. Also sind Minimum und Maximum durch ein Komma getrennt. Auf Mac-Tastaturen gibt man die geschweiften Klammern über die Tastenkombination Alt plus 8 bzw. 9 ein und auf Windows über Alt gr plus 7 bzw. 0. Also geben wir das hier so ein. The %c variables Token, das ist irgendein Zeichen, das beliebig oft wiederholt werden kann. Klammer auf, das möchte ich mich mindestens einmal haben, Komma, aber höchstens dreimal, Klammer zu. Und house %c und drücken Enter. Dann finden wir 307 Belege, also the house Phrasen mit mindestens einem, aber höchstens drei Token dazwischen. Ob das jetzt natürlich linguistisch alles Beispiele sind, die wir haben wollen, wenn wir Nominalphrasen meinen, das ist ein ganz anderes Thema. Denn natürlich würde man hier die Suche auch auf Adjektive und Adverbien beschränken wollen. Ich kann mit der geschweiften Klammer den Variablen-Slot natürlich auch optional machen, indem man sagt, das Token soll mindestens 0, aber maximal dreimal vorkommen. Eine nützliche Eigenschaft der geschweiften Klammer ist auch, dass man damit genau drei Elemente finden kann. Wenn ich also die Minimum-Maximum-Bedingung durch drei ersetze, dann werden Ergebnisse mit genau drei Token zwischen the und house gefunden. Wie flexibel die geschweifte Klammer eingesetzt werden kann, das können Sie jetzt selbst ein bisschen ausprobieren und nach eigenen, moderat komplexen Phrasen oder Wortketten suchen. Ab der nächsten Folge werden wir uns dann der Frage widmen, was wir tun können, um Token zum Beispiel nur auf Adjektive oder Adverbien zu beschränken, wie wir also allgemein Elemente auf eine bestimmte Wortklasse eingrenzen können.